So, willkommen zurück zu weiteren Abschnitten von Starfield natürlich. Und zwar jetzt erstmal die Quest angenommen hier. Sprich mit Luther. Also wir wissen noch nicht genau, was er will. Aber dafür müssen wir nach Titan reisen. Und zwar zum Mond des Saturn. So, gerade so ein kleines bisschen noch rum. So, ab ins Sol-System, wo sich auch hier unsere Erde befindet. Der Saturn, also der Titan, der ist hier. Und also der Saturn, der hat sogar ganz viele verschiedene Monde, ne? Titan hier. Einer der äußeren Umlaufbahnen, da ist auch New Homestead halt zu finden. Aber wir haben jetzt quasi nur durch diese Quests Level 33. Also das ist schon mal eine ordentliche Packung. Weil wenn wir hinterher nochmal die einzelnen Planeten erkunden werden, dann bekomme ich allein durch diese Analysedaten extrem viel Erfahrungspunkte dazu. War schon mal wieder leise. Tonprobleme, wie das hier ist. Starfield. Oh, okay. Haben wir es gefunden, oder? Jo. Oder auch nicht. Wie auch immer. Sei vorsichtig. Manche Gegenden hier sind gefährlich und gehören zu keiner Region. Wir nehmen Vandalismus hier ernst. Geschichte gehört. Jo, Geschichte wird geschützt. Ja, vielleicht ist jetzt hier drin besser. So, hier ist New Homestead. Auch nicht zu so früh gefreut. Okay, sind wir drin. So, da haben wir die Chance. Ich Mit könnte schwören, dass ich Luther. diese albernen Weltraumfroschposter schon mal irgendwo gesehen habe. Und jetzt auch hier. Mit dem Sam müssen wir auch sprechen gleich. Können wir uns mal kurz unterhalten? Ich lerne hier total viel. Das muss man einmal im Leben einfach gesehen haben. Können wir das jetzt schon machen? Toll, mit der Tonprobleme, Ast Wein, gefällt mir echt gut. Hat er jetzt gesagt? Also, wie toll ist das für dich, mit dem einzigen und letzten Nachfahren des großen Solomon Co. zu reisen? So wie du es dir immer erträumt hast? Ich fühle mich eher so wie des Indiana Jones. Noch nie was von Sarkasmus gehört? Also, wie ist es, mit einem von den großen Co.s zu reisen? Besser? Das wäre eine Premiere. Ich muss sagen, es macht mir das Leben leichter, mit dir zu reisen. Wenn die Leute Co. hören, erwarten sie, dass ich Wunder bewirke. Die Zeit verstärkt alles ganz extrem. Solomon war ein guter Mann. Ein großartiger Mann. Aber wenn er den Bullshit hören würde, der heutzutage über ihn geredet wird, er würde die Leute ausnocken. Es gibt Bücher über ihn. Viele Bücher. Ein paar Highlights. Er war einer der ersten Grafsprungentdecker, als man die Gefahren noch nicht kannte. Der erste Solosprung aus dem Sol-System, das war er. Er hat alle Planeten in Cheyenne erkundet und Aquila besiedelt. Und er hat mit Voli das Freestar Collective gegründet. Du siehst also, der Name hat richtig Gewicht. Naja, hat mir trotzdem irgendwie ein bisschen wurscht. Ja und nein. Es gab mal eine Zeit,
Naja, vor Cora. Da hat mich das echt belastet. Mir kam's vor, als würde sich alles, was ich tue oder nicht tue, auf unser großes Vermächtnis auswirken. Da wird man verrückt. Jetzt will ich einfach nur Cora helfen. Keine Ahnung. Tja, dann kriegt Cora von mir eine erstklassige Universitätsausbildung. Für meinen Vater, Cora und mich ist Solomon Coe das Alpha und das Omega. Er hat in die Sterne gesehen und einen Weg gefunden, sie zu bereisen. Stell dir mal vor, du springst als erster Mensch in ein neues System, betrittst eine neue Welt. Das ist echt heftig. Und jetzt werde ich ganz rührselig. Du bist kein guter Einfluss. Oh, ich könnte mit dem flirten. Nee, das lassen wir mal. Der war okay. Ja. Das mag ich ja so an dir. Tja, hoffentlich ist der Comic, der mal über unsere Abenteuer gemacht wird, besser als der Schund über Solomon. Was die da veröffentlichen, ist richtig peinlich. Okay. So, Aktivität ist weg. Dann können wir uns jetzt im mal Museum um die hier gibt es total Tiefkühlkost viele kümmern. Erdseitige Artefakte. Cool, oder? Hallo, willkommen bei Chunks New Homestead. Wir haben alle deine Lieblingschunks. Naja, fast alle. Leider haben wir keine Spezialsoße. Ich weiß. Aber alles andere ist das leckere Chunks-Essen, das du kennst und liebst. Also, wie kann ich helfen? Du packst die richtig schweren Fragen aus, ja? Wie soll man sich da entscheiden? Es gibt Hühnchen-Chunks, Kartoffel-Chunks, Cheese-Steak-Chunks, Cheesecake-Chunks. Weißt du was? Ich schummle einfach, wenn ich darf, und sage, ich mag alle gleich gern. Na und wie? Ist doch auch kein Wunder, oder? Es ist lecker, nahrhaft, leicht, schnell, günstig. Mein hungriger Bauch fängt vor Freude an zu singen. Meine Frau sagt, ich esse zu oft Chunks Essen. Aber ich kann nicht anders. Es ist so lecker. Die Leute müssen ja was essen, oder? Aber im Ernst, ich glaube, wir kommen einfach langsam ein bisschen in der Gegenwart an. Und dafür gibt es kein besseres Restaurant als Chunks. Und New Homestead war ein noch nicht erschlossener Markt. Die Einheimischen essen zwar nicht bei uns, aber die Touristen fühlen sich heimisch. Ist es ehrlich gesagt auch. Die Leute sagen immer, dass unser Chunks nicht mit dem Original mithalten kann. Und das liegt garantiert daran, dass uns ständig diese leckere Soße fehlt. Ich habe mit ein paar anderen Filialen geredet und sie geben mir welche ab. Aber sie können sie uns nicht schicken und ich habe kein Schiff. Was soll ich also bitte machen? Aber wirklich, gute Frage. Sie haben es zwar nicht gesagt, aber ich glaube, andere Chunks haben eine höhere Priorität als meiner. Ich glaube, die Soße wird woanders hergestellt als das restliche Essen. Und sie wollen noch nicht mal den Transport von einer anderen Filiale zu uns bezahlen. Manchmal habe ich Glück und ein Frachter kommt auf dem Weg hierher an einem anderen Chunks vorbei. Aber das passiert eher selten, nicht regelmäßig. Na und wie? Die Leute reden zwar nicht offen darüber, aber ganz ehrlich, das ist die Geheimzutat. Quasi der Leim, der alles zusammenhält. Also, nicht wortwörtlich. Die Soße ist kein Leim und unser Essen fällt nicht auseinander. Sie ist lecker, würzig, schmackhaft, süß, aber nicht zu süß. Und mir ist aufgefallen, dass die Leute manchmal nicht wiederkommen, wenn sie hören, dass wir keine Soße haben. Nur deswegen machen wir weniger Umsatz. Moment, ernsthaft? Wirklich? Du willst mich nicht veräppeln? Oh ja, stimmt. Mir hat gerade vorhin erst ein anderer Chunks geschrieben. Sie haben eine Kiste mit Soße abholbereit herumstehen. Sag ihnen einfach, dass du sie für mich abholst. Dann kannst du sie mitnehmen. Danke. Oh. Willkommen bei Chunks. Bitte wähle deine Chunks. Oh, ja, toll. Bitte wähle deine Chunks. Wie so ein Zombie.
Bitte wille deine Chang. So, die Konstant nehmen wir raus. Sondern wir haben hier neue Quest Spezialsoße. Hol die Chunks hier ab. New Atlantis. Dann glaube ich, Kerl, das geht mir jetzt auch gerade ziemlich auf Nerven mit. Und ist trick. Wird mal Zeit, dass ich das jetzt vernünftig einpendelt mit dem Laden und gerade echt, das ist ja furchtbar. Ja, ich könnte ja was verkaufen, wa? Wir haben da ja was im Flugzeug. Ich bin seit Jahren hier stationiert und finde immer wieder etwas Neues. Geht wohl hier nicht. Ja. Mal sehen. Da sind keine Erdnüsse drin. Es gibt noch andere Gäste. Okay. Geht's Dieser weiter? Typ ist unmöglich. Wie viele Kalorien sind das? Habe ich all deine Fragen beantwortet? Kann ich helfen? War dieser Typ noch nie bei Chunks? Chunks kennt doch jeder. Was soll es heute sein? Die Nährstoffangaben sind für alle Chunks dieselben. Oder? Ich kann. Ja. Danke für deinen Besuch bei Chunks. Keine Ahnung. Aus kleineren Chunks? Das ist die beste Antwort. Zuerst dachte ich, das sei ein Witz, aber du bist tatsächlich gekommen. Ich hol sie kurz. Die Zentrale sollte New Homestead mit mehr Soße beliefern. Die sind chronisch unterversorgt. Er hätte doch in der Schlange die Speisekarte lesen können. So viele Möglichkeiten. Bitte, entscheide dich einfach. Okay. Bis die da fertig sind, dann sind wir ein Skelett. Also, absoluter nach New Homestead. Na, es macht mich wahnsinnig gerade hier. Kann einfach nicht sein. So. Ab Nachteil. Auf das Laden geht gefühlt eine Stunde. So, jetzt können wir hier was. Wer denn eigentlich? Kann ich dir irgendwie helfen? Nee, aber du hast glaube ich ein Problem, oder? So, ich gucke mal, ob wir was aus dem Schiff. Verkauf. Aus dem Schiffsinventar. So. Okay, jetzt sind wir im Schiffsinventar und dann gucken wir mal, was wir jetzt hier schleudern können. Also schon einige Waffen und so, ne? Obwohl, ja warte mal. Nicht die Waffen. Sondern die sonstigen Scheißdinger. Briefbeschwerer. Hinter.
220 haben wir jetzt noch. Oh. Jetzt hat er da zwar nichts mehr, also müssen wir weiter. Ey, das ist doch bescheuert heute jetzt. Das ging doch jetzt mal ein bisschen schneller. Ach Gott. New Homestead ist ein lebendes Geschichtsmuseum. Aber. Hey, schön dich zu sehen. Wegen der Soße. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Zeig her. Fantastisch. Das ist genug für die Gäste. Und für mich bleibt auch noch ein bisschen was über. Danke. Ja, perfekt. Also, Spezialsoße für jetzt. Okay.